Du siehst gut aus. Das steht dir ja nett von dir. Aber der Valentinstag bringt mir kein Glück. Was rede ich denn da? Ich versau dir noch den ganzen Abend. Das macht richtig süchtig. Das können Sie mir glauben. Ja. Nein, wissen Sie, das mit der Farbe ist kein Problem. Genau. Und morgen ist das Auto auch noch für Sie reserviert. Denken Sie in Ruhe drüber nach. Das ist der beste Tisch hier. Ja. Sie können mich jederzeit erreichen. Okay. Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Bis morgen. Entschuldige. Häschen, ich habe was für dich. Oh. Nur für dich. Darf ich raten? Natürlich. Chanel Nummer 5. Kannst du hell sehen? Hast du mir letztes Jahr auch geschenkt? Nee. Aber ja. Weißt du was? Marilyn Monroe, hm? Was anderes hat sie im Bett nicht getragen. Das hast du mir letztes Jahr auch erzählt. Nee. Doch, hast du. Danke. Bitte sehr. Tische 3 und 7, 3 Gedecke. Ist nur für die Soße, reg dich nicht auf. Ist Leslie jetzt da? Wer ist denn das? Ist der allein? Ja, Janssens. So ein Mist. Hey, sei bitte höflich zu unseren Gästen. Vielleicht ist der von Gomio. Der ist nicht von Gomio, Angelo. Das kann man nie wissen. Am Ende ist es noch deine Schuld, wenn wir keine zweite Kochmütze kriegen. Angelo, ich hab's dir doch gesagt, der ist nicht von Gomio, verdammte Scheiße! Oh, hey, ganz ruhig, ja. Ja, konzentrier du dich auf dein Tatar. Chef. Kollegen, alles im Griff? Leslie. Also dann, ich bin da, jetzt kann's losgehen. Chef. Denk dran, Mädels, es ist Valentinstag. Hier kommt das Steak für Mademoiselle. 18:45, eine halbe Stunde, Leslie. Was war's denn diesmal? Echt leid, meine Karre ist nicht angesprungen. Das war eine rhetorische Frage. Da muss man nicht zwingend drauf antworten. Aha, kann ja sein, aber sie ist halt nicht angesprungen. Zieh dich jetzt um und kümmere dich um die Aperitifs. Und nach Feierabend müssen wir beide uns mal unterhalten. Aha, wieder so ein Abend. Papa, das Steak ist nicht durch. Emmerchen. Ich servier das so. Wow, ist das schick hier. Hey, Pascaline. Hallo, Frank. Warten wir mit dem Aperitif auf Ihre Verabredung? Lass mich in Ruhe. Ingrid? Ja? Heute ist doch Valentinstag. Ja. Und? Ich fliege heute Abend noch nach Buenos Aires. Da wollten wir doch. Da wollten wir beide zusammen hin. Ich habe mir diesen Abend richtig verdient. Nachher willst du bestimmt noch ein bisschen Sex. Kevin, was ist los mit dir? Träumst du schon mit offenen Augen? Sie betrachten mich wie eine Art Tour de France mit all den Kurven und haben Angst zu versagen. Hast du die ganze Käsesoße gegessen? Der ist gut. Ja? Ja. 20 Jahren kommt dieser Idiot hier rein, schaut dir kurz in die Augen und schon wird dann... Ich hab ihn immer noch gern. Hör auf zu essen! So kann der Chef nicht arbeiten. All den Jahren bin ich treu gewesen wie ein Hund. Ach, bist du jetzt mein Hundilein? Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, ganz prima.